Heute begrüße ich Sie wieder sehr herzlich in der Pluspunkt Apotheke Friedeburg. Ich habe mir für heute ein aktuelles, immer wieder nach den Sommerferien aktuelles Thema rausgesucht, nämlich die Läuse. Läuse in Kindergärten, in den Krippen, in den Schulen sind sicherlich auch dieses Jahr wieder ein Thema. Die meisten bringen es eben aus dem Urlaub mit. Gut. Dieses Jahr sind wir ja nicht so die Menge weit geflogen und so viel unterwegs gewesen. Aber ich denke, trotzdem wird es in der Schule und im Kindergarten wieder die Problematik geben, dass das ein oder andere Kind doch wieder einen Läusebefall hat. Und dazu möchte ich Ihnen heute einiges erklären. Läuse verteilen sich ganz raffiniert von Wirt zu Wirt. Das heißt, sie springen von Kopf zu Kopf. Wenn man immer die Angst hat, dass man vielleicht auch Läuse bekommt, weil die jetzt auf dem Sofa sitzen oder weil die auf Gegenständen ruhen, auf dem Auto sitzt oder wie auch immer, das ist weniger. Läuse springen tatsächlich nur auf den anderen Kopf, wenn da einer da ist. Und auch da gibt es schon eine Möglichkeit, dass Sie Ihr Kind schützen, indem Sie dem Kind, auch wenn es noch keine Läuse hat, immer mit einem Conditioner die Haare waschen. Den Duft mögen die Läuse überhaupt nicht und den Wirkstoff mögen die auch nicht. Und dann springen sie eben nicht bei ihrem Kind. Ein kleiner Schutz bildet auch schon normales Haarspray. Also ihr mütterliche Mutter-Haarspray, das man normal für die Haare benutzt. Damit kann man die Kinder auch einsprühen, bevor sie in den Kindergarten gehen. Das mögen die Läuse auch überhaupt nicht. Und da ist die Gefahr kleiner, dass sie, wenn die Kinder die Köpfe zusammenstrecken, wenn sie zusammen basteln, zusammen lesen, dass die Läuse dann weniger springen. So, und was ist nun zu tun, wenn Sie entdecken, dass Ihr Kind das bei ihm auf dem Kopf krabbelt? Also erstmal möchte ich sagen, dass die Läuse nie vorne an der Stirn sich niederlassen und ausbreiten, sondern Läuse setzen sich immer hier hinten an. Also am liebsten hinten im Nacken, am Haaransatz, speziell hinter den Ohren. Das lieben sie besonders, da ist schön warm, da ist schön feucht und da entdeckt sie ja auch keiner. Und da können sie sich dann besonders ausbreiten. Ausbreiten tun sie somit, indem sie die Eier setzen sie an den Haarschaft. Und zwar wird er richtig festgeklebt. Das ist also, wir stellen sich vor, wie so ein Kokon von einem Schmetterling. Der wird richtig an den Haarschaft festgeklebt und soll da eben wachsen und gedeihen. Und die Läuse an sich holen sich, die beißen sie und holen sich bei ihnen ihr Blut. Was kann man tun? Was können Sie tun? In den Apotheken oder auch in unserer Apotheke werden Sie natürlich ausgiebig dazu beraten. Es gibt verschiedene Produkte. Es gibt auch Produkte, die verschreibungspflichtig sind. Also das heißt, das kann auch der Kinderarzt aufschreiben. Wir empfehlen natürlich nur die frei verkäuflichen hier in dieser Sendung, klar. Aber es ist so, dass Sie das Haar einschamponieren. Also normalerweise, ich sage mal, wie es generell geht. Trockenes Haar wird mit dem Wirkstoff, das ist einmal aus Neemöl, also aus dem Neembaum. Dann haben wir eins aus Simeticon, da ersticken die Läuse und auch die Eier damit. Beim Neemöl auch übrigens, das wird aufs trockene Haar aufgetragen. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Es gibt auch noch ein Spray übrigens auch, aber die haben alle, sind alle sehr, sehr ähnlich. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und dann kann man das schon auswaschen. Bei diesen beiden Produkten möchte ich gerne einen kleinen Tipp dazu sagen. Wenn Sie die anwenden, das sind die Sprays, dann wird, wenn Sie das Kind auf den Stuhl setzen, es ansprühen, dann wird der Boden darunter spiegelglatt. Das ist so eine ölige, silikonhaltige Spraylösung. Und da würde ich Ihnen empfehlen, unter den Tisch Zeitung ausbreiten und dann das Kind auf den Stuhl setzen und dann sprühen, Handtuch um die Schulter legen, dann können Sie es hinterher komplett eigentlich alles so in Müll packen. Ansonsten ist es schwierig, das auch vom Küchenboden oder vom Badezimmerkachelboden wieder wegzukriegen. Das nur als kleiner Tipp nebenbei. So, in einigen Packungen steht drin, dass man hinterher nicht mehr mit Läusekamm behandeln soll oder steht eigentlich gar nichts. Da steht nicht, dass nicht mit Läusekamm, sondern gar nichts. Ich würde es aber in jedem Fall empfehlen, weil die Problematik ist die, dadurch, dass das Ei der Laus auf dem Haarschaft
so fest eingepackt ist und so kompakt verklebt, kann es sein, dass es nicht erstickt. Und dann ist es eigentlich besser, man kämmt dem Kind Strähne für Strähne die Haare durch mit einem ganz engmaschigen, feinmaschigen Kamm, sodass die Läuse da drin hängen bleiben. Die sehen sie dann auch. Also man kann die wirklich sehen. Und damit ist die Gefahr doch gebannt, dass vielleicht 1, 2, 3 Läuse Eier überleben und dann haben sie das Problem nämlich nochmal. Wogegen man auch vorbeugt, indem man die Prozedur eine Woche später oder 9 Tage später nochmal macht. Einfach nochmal aufschamponieren, also sprich die Lösung dann auf die trockenen Haare nochmal einwirken lassen. Also dann sind sie auch ohne Kämmen ganz sicher, dass sie den Läusebefall losgeworden sind. Ein Läusebefall kommt immer überraschend. Wenn Sie noch Fragen haben, wenn Sie unsicher sind oder wenn irgendwie noch Fragen offen sind, kommen Sie vorbei in den Pluspunkt Apotheken, entweder am Erbischen Tor oder in der Pluspunkt Apotheke Friedeburg. Wir haben die Produkte alle da, wir beraten Sie gerne, wir kennen das Thema seit Jahren, wir zeigen Ihnen das gerne, auch wie Sie kämmen und wie auch immer, was wir jetzt auch schon in dem kleinen Ratgeber hier zeigen, machen wir auch sehr, sehr gerne nochmal vor Ort, sodass alle Unsicherheiten beseitigt sind. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen September. Viel Freude auch für die Kinder mit dem Schulanfang. Alles Gute und auch für die Zukunft. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.